Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pralworld. Neben mir lag der Epi. Dummerweise war die Nacht schon vorbei, als wir ins Bett gegangen sind. Und ich habe dir was zu zeigen. Ich habe was verändert. Guck mal, hier vorne kannst du sehen... Achso, ich lag in deinem Bett. hier vorne kannst du sehen, welches Bett von wem ist. Deswegen ist auch die Truhe hier von mir und die andere Truhe ist von dir. Und du hast dein eigenes Örtchen, wo du dich schminken kannst. Wieso hast du meine goldenen Pläne bei dir in der Truhe? Ich habe gar nichts von dir in der Truhe. Was hast du denn jetzt hier gerade fallen gelassen? Du hast hier irgendwas fallen gelassen. Stein oder so? Ich lasse nie was fallen. Deswegen liegt der noch da in der Ecke. Und ich habe noch was ganz Tolles, Neues, anderes. Komm mal mit runter. Dann zeige ich dir... Ach so, ja, wo ich gerade hier stehe. Diesen Speer hier, den habe ich im Schweiße meines Angesichts gearbeitet. Und der ist ziemlich cool. Das kann ich euch nur mal kurz zeigen, bevor ich das vergesse. Der hat nämlich einen Angriff von 450. Nur so mal eben im Vergleich. Meine Keule, die ich davor hatte, hat einen Angriff von 50 gehabt. Also das nur zur... Das war der falsche Knopf. Nur mal eben zur Verbesserung. So, dann kann man hier mit. Oh, hallo? Da fällt mir deine blöde Schildkröte hier voll auf den Kopf. Wo ist denn der Epi jetzt schon wieder? Der macht wieder einen auch super cool hier. Links, die beiden, das sind deine. Ich konnte jetzt nur kein kleines. Ich konnte eigentlich schon ein kleines reinmachen, weil links neben dir sind ja noch die Eier für dich drin. Das heißt, ich könnte aber auch mal eben. Moment mal, eben was ausbrüten. Das war ein Dummhund. Was ist das denn? Ich will kein Dummhund. Achso, ich habe gar keine Eier mehr. Ich muss doch, links sind ganz viele für dich drin. Ja, aber oben hatte ich auch noch welche. Warte mal eben. So, und ich habe jetzt 10 Anubisse. Das heißt, du kannst theoretisch auch, wenn du Anubis-Eier haben willst, kannst du auch bei mir eins reintun. Muss ich nur dran denken, dass ich das nicht nehme. Jetzt lässt ja, ich hatte noch 3 in der Kiste oben. Die werde ich erstmal hier einsam reintun. Einsam und alleine. Du sollst aber jetzt nicht die Eier reintun, du sollst mal hier bleiben, damit wir hier was zeigen können. Ja, dann mache ich das doch mal eben. Warte doch mal eben. Wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Bist du jetzt durchs Fenster gesprungen? Der Epi wieder. Also ins Unbenutzte, ins ganz nah an dem Elektrizitäts, da habe ich jetzt auch noch ein Ei von mir. Ja, danke, dass du meins jetzt blockiert hast. Nein. Doch. Komm. Weil das einzige... Mach ich das? Was hat der Epi denn jetzt gemacht? Ich kann das nicht neu bauen, ohne die Pallbox abzureißen. Ist dir klar, ne? Nee, ne? Nein. Wie kannst du das Ding hier kaputt machen? Ich wollte auf dich stechen und dann hat er den Boden kaputt gemacht. Ja, da sieht man mal wieder. Die Aggressionen vom Epi machen die komplette Basis kaputt. Das heißt, alles wird abgerissen, inklusive der Eier und so weiter. Das Nein. muss ich alles nochmal neu machen. Nein. Ja doch, ich habe kein Backup. Außerdem wolltest du schon immer einen Sandkasten in deinem Haus haben. Nee, wollte ich nicht. Das sieht hässlich aus jetzt. Nein, das sieht gut aus. Das heißt, ich muss die Box abreißen und alles nochmal neu bauen. Ja, dann reißt du doch die ganzen Kram mit ab. Das ist ja Mist. Aber anders geht's jetzt nicht mehr. Ja, ich wollte das eigentlich... Das wäre besser, wenn du so ein Schild an die Wand hängen könntest. Das wäre cool. Weißt du, dass du da den Namen so dran machen könntest. Oder direkt an die Box, so wie bei Minecraft. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, kannst du aber nicht. Oder die einfach umbenennen. Das wäre natürlich am besten, ne? Aber das geht leider nicht. Da hinten kommt der Epi geflogen. Der will wieder einen extra Auftritt haben. Ja. Es hat dann beim dritten Versuch funktioniert, nicht über die Methoden, wie wir das eigentlich wiederherstellen wollten, sondern über den Server selber musste ich es wiederherstellen. Aber wie ihr seht, wenn der Epi jetzt nicht wieder anfängt, mit dem Stock hier rumzuballern natürlich nur, dass hier wieder alles schön ist. Das heißt, dass wir mal kurz die Eier wieder rausholen. Ach, jetzt habe ich den einen neuen, glaube ich, nicht mehr. Ne? Das ist ja jetzt random. Och, scheiße. Doch, doch, doch. Doch, es stand vorher schon fest, dass das ein Mau ist. Ja. Ja, ich habe so ein Domo-Dingsbums gekriegt, diesen Fisch. Ach, ja, super. Aber da das das Update von mitten in der Nacht ist, ist mein Anubis-Ei noch nicht fertig. Oh, okay. Mach das weg. Kann ich dann das hier nehmen, das dritte hier, was hier ist?
Ja, das kannst du dann nehmen. Kannst dann du da schon ich, mal was... Dann nur, nehmen wir, ich habe jetzt drei Anubis zu Nur lass das mir. Rechte dann hier für mich noch, ne? Nein, das bin alles ich auch. Anubis-Eier hier. So, dann wollte ich euch noch zeigen. Das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge noch gemacht. Oder wir haben nur eins von den Bändern gemacht. Ich war mir nicht sicher. Ich habe nämlich extra gelevelt. Das muss ich euch kurz zeigen. Und zwar bin ich jetzt auf Level Anfang 42, was eine Wahnsinnsangelegenheit war, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe sehr viel gemacht. Ich habe Bosse geklatscht, ich habe hier meinen Praldex vervollständigt. Also nicht alles natürlich, aber zumindest die Startgebiete, dass ich überall diese Komplizen habe, weil es da nochmal einen richtig saftigen Bonus für gibt. Den habe ich ein paar Mal gefangen, das ist allerdings der Boss. Die habe ich in der freien Natur irgendwie noch gar nicht gesehen. Naja gut, und hier hört das dann so ein bisschen auf. Das ist dann zwischendurch. Fixies habe ich schon mal ein bisschen mehr gefangen, weil wir die später noch für was brauchen. Ich habe da noch so ein Vorhaben. Das wollte ich auch noch heute machen. Ja, und hier habe ich den letzten leider nicht mehr bekommen. Aber Schatzi, ich muss dir was zeigen. Wo bist du? Ich bin ja bei dem Kochecke und Dings. Wo hast du denn die ganzen Kisten? Dann komm mal rein. Ja, warte doch mal eben. Da ist er. Guck mal, wenn die Pals total ausgedurstet sind, können sie sich was zu trinken holen. Eine Coca-Cola-Automat. Ja, das ist Schleichwerbung, ist dafür kann ich ja nichts. Und guck mal hier. Wobei, es ist kein Coca, es ist nur Cola. Die können auch mit einem Greifspiel spielen. Kann ich das auch benutzen? Nee, leider nicht, das ist das Blöde. Und guck mal hier in der Ecke, da habe ich auch alles, was ich gefarmt hatte, reingetan. Ich hoffe, die Sachen sind noch drin. Ja, doch, 4000 Steinkohle, das müsste noch drin sein. 900 noch was Reinquarz, 2000 Erz. Ja, aber normalerweise müsste alles drin sein, was ich geholt hatte. 13 Blumen haben wir auch noch. Es sollte eigentlich soweit okay sein. Ja, das sind die Sachen, die ich neu gemacht habe. Und jetzt darfst du sagen, wie stolz du auf mich bist und wie toll das aussieht. Das sieht aber toll aus. Na? Einen elektrischen Hochofen müssen wir noch bauen. Aber ich glaube, falsche Taste. Ja, da habe ich noch nicht den Level zu. Ne, ich glaube, den können wir erst irgendwie 46 oder irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte den jetzt auch nicht, wenn ich nicht gepowerlevel. Ah! Nee, elektrische Küche kann ich nur machen, nicht den Hochofen. Schade. Ja, aber die Küche sollten wir auch machen. Hast du die nicht gemacht? Die hatte ich nämlich gemacht. Da fehlen mir 5 Platinen für. Die könnten wir theoretisch machen. Ja, aber wir müssen mal ein paar von den Dingern machen, von diesen, Das dritte werden wir dann natürlich auch noch austauschen, aber das werden wir dann erst beim entsprechenden Level austauschen. Deswegen habe ich das hier mal so ein bisschen blöd und direkt vor die Tür reingebaut, weil sonst passte das nicht mehr so richtig rein. Sonst war das immer rot und ich konnte es nicht bauen und naja, das war halt alles so ein bisschen blöd. Wir sollen dann halt 3 von diesen Lagerbändern Teil 2, sage ich jetzt mal, reinkommen. Ach so, und wir wollten den Anubis noch austauschen, ne? Welchen Anubis? Dass du deinen Anubis reinholst, weil ich irgendwie so einen ganz tollen gefangen hatte. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich muss noch eben 2 machen. Ja, Workaholic. Tu mit dem nicht rein. Ja, ich kann ja nichts mehr craften drin in dem Ding. Hä? Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Ich kann dir nichts machen. Hast du das gelockt? Du kannst nicht craften. Ich kann kein Rezept hier reincraften. Ich konnte doch auch eben da dran. Hä? Ein einzelnes Teil kann ich machen, aber nicht Max. Was ich wollte gerade sagen, das steht doch mit Carbon. Hä? Ja, jetzt, aber es ging nicht auf mehrere. Hä, was ist das mit der Bank los? Ich weiß auch nicht, warum wir die so eng gestellt haben. Mach mal, was weiß ich, 5 von den blauen Pals fern oder sowas. Will ich aber jetzt gerade nicht. Ja, um zu testen, ob das nur an dem Ding hier liegt oder ob das irgendwie links dran liegt. Also, keine Ahnung, wo dran liegt. Wobei es unlogisch ist, weil du musst ja alles gleich... Also, ich kann nicht mehr machen. Also, sobald ich auf mehrere mache, geht's nicht. Obwohl auch ich das Zeug habe. Ich rede von Kohlefaser gerade. Ich will keine Sphären gerade machen, ich will erstmal die Kohlefaser machen. Ja, warte, lass mich mal eben gucken, ob ich Kohlefaser machen kann. Jetzt geht's. Einzeln geht's. Aber ich kann nicht auf 10 weitergehen oder auf Max gehen. Dann funktioniert's nicht. Aber wir haben noch eine andere Sache. Eine ganz böse Sache. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieses wunderbar schön, ja, fast regenbogenartig aussehende Ding, das heißt, eigentlich sind es ja nur, wenn man so will, nee, die Grundfarben kann man auch nicht sagen,
Hier steht, damit die Pals sehen, dass sie arbeiten müssen und nicht einfach faul auf der Haut liegen können. Weil, das möchte ich mit euch zusammen jetzt heute mal ausprobieren, das ist ein bisschen sadistisch. Also für alle mit nicht so starken Magen, die sollten dann vielleicht weggucken. Nein, okay, man sieht nichts. Achso, ich muss das ja dann reinnehmen, stimmt ja. Moment, man muss sich auch vorbereiten. Das habe ich vergessen. Das heißt, ich muss mir jetzt mal mein Fixie rausnehmen. Ach, diese Ragnarhawks, das wollte ich übrigens versuchen noch zu fangen. Ne? Das ist übrigens Level 3. Fällt mir gerade auf. Mhm, können wir machen, hätte ich auch gerne einen. Ne, dass wir auch einmal in die Basis reinsetzen, das wäre wichtig für mich. Also für uns. Ja, halt. Aber ich will den zum Fliegen haben. Ich habe mal eben das Fixie rausgenommen, also mach nichts in den leeren Platz rein. Ich habe den Mund hier drin. So, ich habe jetzt das Fixie bei mir im Team und hier in der Mitte steht jetzt, wähle einen Pal als Empfänger. Das heißt, ich nehme natürlich mein Fixie als Empfänger und ihr seht jetzt schon hier oben, von den 4 leeren Sternen ist einer so blau aufgefüllt. Jetzt muss ich mir, hier unten steht, der zu entsaftende Pal wird verbraucht. Und ja, wähle Pals, die entsaftet werden sollen. Es ist so mies, wie es sich anhört. Aber ich möchte das trotzdem mal einmal mit euch gemacht haben, damit ihr halt wirklich seht, dass es möglich ist. Und wenn ihr das selber machen möchtet, natürlich auch, wie ihr das macht. Das heißt, ich habe hier schon vorgearbeitet, habe hier, ich weiß nicht mehr, 18 von diesen Fixies oder so geholt. Der hier zum Beispiel ist, ach so, der ist sehr gut. Der ist Workaholic, Wild und Motivationscoach. So, jetzt haben wir aber den guten. Mit vielen positiven Gedanken, der wild ist, Workaholic und Motivationscoach. Wenn auch noch mit kleineren Level, aber ist nicht schlimm. Der wird gleich noch immens steigen. Und dann suchen wir uns jetzt von denen, die wir gefangen haben, welche aus, die richtig schlecht sind, sage ich mal. Das sind dann in der Regel die, die alles oder viel rot haben unten drin. Natürlich habe ich jetzt hier keinen einzigen, doch ungeschickt zum Beispiel. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ich will ja nichts sagen, aber die anderen sind ziemlich gut. Den Sadisten nehmen wir auf jeden Fall. Isolierung, weiß ich nicht genau, was das ist. Mutig. Der hat gar nichts, den nehmen wir dann auch. Und Masochist ist auch nichts Positives. Die werden jetzt, man darf es nicht zu laut sagen, entsaftet. Das heißt, wir drücken und vorher immer noch mal gucken, ist es der richtige natürlich, der ausgewählt ist. Und habe ich hier die richtigen ausgewählt, die auch entsaftet werden sollen, weil die sind dann weg. Wie hier steht, der zu entsaftende Pal wird verbraucht. Dann klicken wir auf Entsaften. Nochmal der Hinweis, entsaftete Pals werden verbraucht und können nicht mehr zurückgeholt werden. Wirklich entsaften? Ja. Die Entsaftung war erfolgreich. Dein Pal wurde durch das Opfer seiner Artgenossen gestärkt. Klingt irgendwie sehr kannibalisch, finde ich. Aber die 4 aus meinem Lager sind jetzt weg. Und wie ihr seht, das Fixie hier oben hat jetzt einen Stern drin. Wenn wir das jetzt nochmal machen wollen würden, auf Stufe 2, das mache ich jetzt nicht, bräuchten wir für die nächste Stufe 16 Fixies, die wir entsaften wollen. Das heißt, es ist richtig, richtig teuer. Ich bin mir nicht mehr genau sicher mit der Zahl, aber es ist rum die 162 oder so, glaube ich, die man insgesamt braucht, um einmal hier oben auf Level, ja, 4 im Endeffekt zu kommen, auf 4 Sterne. Ja, eine nicht sehr schöne Angelegenheit. Aber es ist halt auch eine Funktion hier drin, ne? Was sagt der Epi dazu? Der Epi opfert alles. Eine Funktion, ich opfer alles. Ich habe keinen, den ich noch, ich habe meine Katresse noch draußen, also sonst konnte ich die, ich habe mich hier eben 40 extra machen, weil die Marmeladenbrötchen, obwohl das ja eigentlich aussieht wie ein Toast und nicht wie ein Brötchen, die machen ziemlich gut, also ziemlich viel recken die. Und das sind immer noch die Bärentoasts. Ja, auch wenn die Marmeladenbrötchen. Die heißen Marmeladenbrötchen. Sind aber diese Beeren drauf, was ja logisch ist, weil die jetzt zur Zubereitung gebraucht werden. Und es ist Toast. Also, ich weiß nicht, warum die das mit Marmeladenbrötchen übersetzt haben, aber... Hm. Immer wenn ich durch dieses Fenster rausgucke, arbeitet dieser Pal im ruht sich dieser Pal im Hintergrund aus. So, das wollte ich sagen. Mann,
Dann würde ich sagen, warum liegt jetzt hier so ein Stück? Dann würde ich sagen, dass wir, wenn du soweit bist, uns jetzt aufmachen und nochmal ein wenig von den Feuerpals. Ja, ich hätte gerne einen Ragnar. So. Hawk oder wie die heißt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Du kannst einen Strommast bauen. Warte mal, was? Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Stromerzeugung. Ach, das wusste ich nicht. Das hatte ich nicht freigeschaltet. Nee, da fehlen noch zwei eigentlich. Aber wie ich das jetzt? Wahrscheinlich durch den Fang von irgendeinem speziellen Pal. Hier machen wir erstmal einen kleinen Cut und sehen dann in der nächsten Folge, was wir alles so gefangen bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.